Die Fahrgäste von Cottbus Verkehr können aufatmen. Die Bauarbeiten am Berliner Platz sind weitestgehend abgeschlossen. Die Straßenbahnen können die Haltestelle Stadthalle Puschkin-Promenade wieder passieren, allerdings in Schrittgeschwindigkeit. Denn die Asphaltdecke wurde noch nicht erneuert. Deshalb ist auch das Betreten der Haltestelle weiterhin streng verboten, denn die Gleise werden aktuell zur Stolperfalle. Für Fahrgäste steht wenige Meter entfernt eine Ersatzhaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße zur Verfügung. Die Verantwortlichen von Cottbus Verkehr sind trotzdem froh über den Baufortschritt. Es gibt positive Folgen. Und zwar ist es so, dass wir jetzt quasi mit der Straßenbahn endlich wieder die Linie 4 bedienen können. Und so natürlich der leidige Ersatzverkehr wegfällt und wir dadurch einen Mehrwert wieder anbieten können unseren Fahrgästen. Die Arbeiten an der Haltestelle kamen aufgrund der sehr kalten Witterung in Verzug. Viele Cottbusserinnen und Cottbusser zeigten sich verwundert darüber, dass überhaupt erst Ende Oktober mit der Sanierung begonnen wurde. Einerseits den Hintergrund, dass wir im nächsten Jahr auch noch Bauvorhaben haben. Und wenn wir die Baustelle jetzt geschoben hätten, dann wäre wieder alles Weitere in Verzug geraten. Das wollten wir zum einen vermeiden. Zum anderen hatten wir im Sommer leider die benötigten Teile noch nicht. Das heißt, da gab es Lieferschwierigkeiten. Und wir haben die Teile jetzt erst just in time im Oktober bekommen, sodass wir halt auch ganz knapp angefangen haben. Eine Fahrt von Schmelwitz nach Sachsendorf ist aber schon jetzt wieder ohne Schienenersatzverkehr möglich. Für die Fahrgäste ist das eine deutliche Verbesserung.